Sie ist Treffpunkt, Wahrzeichen und gilt als zentralste Stelle der hannoverschen Innenstadt, die Kröpke-Uhr. Und heute wird die berühmte Uhr auch noch kurzerhand zur Fotobox umfunktioniert. Für alle Hannoveranerinnen und Hannoveraner ist es ja der Treffpunkt schlechthin, die Kröpke-Uhr. Und insofern ist es eine Besonderheit, dass man in die Uhr hinein darf. Und insofern ist es ein Unikum für alle, die da Interesse und Lust dran haben, mal in die Kröpke-Uhr selbst hineinzugehen. Den Anfang machen die Schauspieler vom Niedersächsischen Staatstheater. Die sollen das Eis brechen und natürlich neugierig machen. Es ist witzig, weil ich das halt total gut kenne noch als Treffpunkt. Ne? Wenn man so irgendwie dann, ich bin in Laatzen groß geworden und dann, wenn man in die Stadt gefahren ist, dann war mir völlig klar, man muss sich am Kröpke treffen. Und ja, es ist toll. Es ist sehr, sehr toll, dass man da einmal dann die Möglichkeit hatte, auch mal reinzugehen und nicht immer nur vorne rumzulungern. Anlass für die Aktion ist übrigens der 150. Geburtstag des Cafés am Kröpke. Ein paar Jahre später, 1885, wurde die Uhr hier aufgestellt. Dieses Modell ist allerdings schon die dritte Generation und steht seit 1977 hier. Wir kennen diese Uhr ja auch schon seit ewigen Zeiten. Naja, ist auf jeden Fall was ganz Spezielles. Ne? Die Uhr kennt man so, man läuft täglich dran vorbei und selbst mal drin zu stehen ist schon ein krasses Gefühl, auf jeden Fall. Total schön. Es ist so ein wunderschönes Bauwerk mit so einer tollen Geschichte. Und ich finde das unglaublich stark, dass es immer noch lebt und lebendig ist und dass die Hannoveraner es lieben. Ich finde das total schön und deswegen wollte ich auch unbedingt rein. Ja, und wer jetzt ganz schnell ist, bis Punkt 18 Uhr, können Sie auch noch rein in die Kröpke-Uhr und ein ganz besonderes Erinnerungsfoto machen.